Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 16. Juli 2024. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, das Gute in der Astrologie ist ja, dass sie uns immer wieder das Prinzip der Vergänglichkeit illustriert, denn jede Konstellation, mag sie auch noch so grauselig sein in der Vorstellung oder noch so darauf hingefiebert werden, alle sind sie irgendwann einmal vorbei. Und so ist es auch mit der Mars-Uranus-Konstellation und dem Quadrat von Sonne Chiron. Ja, wir sehen hier Mars und Uranus noch dicht beieinander, Mars noch im 27. Grad, aber der Höhepunkt der Geschichte ist gelaufen. Es sind jetzt die Nachwirkungen, die wir vielleicht von diesen Konstellationen gestern ausführlich besprochen im Tageshoroskop, die Nachwirkungen, die wir jetzt verspüren, denn sollten wir unter Mars-Uranus sozusagen unter auch dem Einfluss von Algol, sollten wir dort gehandelt haben, sollten wir uns vielleicht von etwas befreit haben oder sollten wir vielleicht auch voreilig bestimmte Handlungen vollzogen haben, dann haben wir was angestoßen. Das Prinzip von Ursache-Wirkung. Wir haben eine Ursache gesetzt dann und auf diese Ursache werden dann Wirkungen folgen. Und diese Wirkungen, die treffen uns natürlich dann positiv oder eben negativ oder gemischt dann im Zeitverlauf dann danach. Das ist quasi das Karma-Gesetz. Ja, und das wirkt bestimmt auch nach. Wir haben ja auch im Kollektiv, in der Öffentlichkeit gesehen, beispielsweise das Attentat auf Trump, was ja Auswirkungen hat, Auswirkungen, die uns vielleicht noch lange begleiten werden, ohne dass ich mich da jetzt hineinbegeben möchte, deutungsmäßig. Nur dass manchmal Handlungen eben, die schnell erfolgen, eben lange Wirkung nach sich ziehen können. Ja, wie geht es jetzt weiter mit Mars zum Beispiel? Mars wird jetzt am Sonntag, dem 20., wird Mars dann den Stier verlassen und ins Luftzeichen Zwillinge wechseln. Das heißt, die letzten Tage jetzt mit Mars im Erdzeichen, wo es nochmal darum gehen kann, hier auch an bestimmten Werten. Stier ist auch das Zeichen der Werte, an bestimmten Werten aktiv zu arbeiten. Und dann im Zwilling, im Luftzeichen Zwilling, ab Sonntag wird Mars dann sehr viel beweglicher sein, als es jetzt hier im Stier auch ist. Und wir laufen ja auch schon auf das nächste Großereignis zu, denn am kommenden Sonntag, diesen Sonntag mittags, ist dann Vollmond bereits im Zeichen Steinbock-Krebs. Ist noch ein bisschen hin, nur so ein bisschen als Vorschau laufen nämlich jetzt, die Konstellationen laufen nämlich jetzt direkt drauf zu. Dieser Vollmond, ich blende mal kurz rein, er wird uns die nächsten Tage noch beschäftigen. Dieser Vollmond findet nämlich hier im letzten Grad des Krebs und des Steinbocks statt. Der Mond im letzten Grad im Steinbock. Und markiert damit auch einen gewissen Abschluss und auch eine energetische Wende, die dann danach folgen wird mit dem Eintritt der Sonne in den Löwen. Aber soweit sind wir noch nicht. Bleiben wir erstmal beim heutigen. Ne? Gestern auch die Sonne Quadrat Chiron. Das kann sicherlich auch einiges an alten Wunden, an alten Verletzungen bewusst gemacht haben. Auch das kann natürlich nachwirken noch. Ja, möglicherweise ist es oftmals so, wenn wir selbst verletzt sind, ist es ja oftmals so, dass wir das ausagieren müssen und dass wir es dann auf andere projizieren, beziehungsweise oftmals geschieht es ja, dass man aus der eigenen Verletztheit heraus auch wiederum andere verletzt. Und dann hat man wiederum mit der Reaktion des anderen Menschen zu tun, um das wieder zu klären. Gerade im sensiblen emotionalen Zeichen Krebs. Das gilt es also auch so ein bisschen heute zu verarbeiten und dazu passt auch der zunehmende Mond im Skorpion. Wir haben nämlich heute nochmal den ganzen Tag Mond Skorpion, erst morgen früh am Mittwoch um 3.25 Uhr, also am frühen Morgen oder noch in der Nacht, wie man will, wechselt dann der Mond ins Feuerzeichen Schütze und
Das ist dann ist die Energie wieder aktiver, dann geht es wieder mehr um die Sinnhaftigkeit und darum, auch aus diesen Dingen etwas zu bauen, sozusagen, etwas aktiv daraus zu werden. Und mit Mut im Skorpion ist weiterhin so diese Tendenz, auch die Schattenthemen im Auge zu behalten, in Richtung Wandlung zu gehen, in Richtung Transformation zu gehen. Wo gibt es Energien, die ich umwandeln kann? Gerade von den erlebten Geschichten, die wirken dann eben nach und können dann auch in ihrer Nachwirkung dann auch noch etwas, ja, in mir bewirken. Also heute so ein bisschen der Tag der Verarbeitung der Ereignisse vorher. Morgen dann mit Mondschütze gibt es wieder ein Tageshoroskop, geht es wieder in neue Aktivität und dann gehen wir eben auf den Marswechsel und den Vollmond zu. Aber diese Energien beschreibe ich euch in den nächsten Tagen. Für heute wünsche ich uns allen einen schönen Dienstag und macht's gut und bis dann und tschüss.